Mosaik zu machen, das aus sehr vielen kleinen Fotografien besteht, um der Vielfältigkeit gerecht zu werden, die sich mir geboten hat. Ich wollte, beziehungsweise ich will eine Geschichte erzählen von dem, was passiert in der Stadt oder in Teilen der Stadt. Wo findet Sozialarbeit statt? Welche Angebote gibt es? Wo halten sich Jugendliche und Kinder auf? Und welche Spuren hinterlassen sie im öffentlichen Raum und an bestimmten Orten? Und des Weiteren, welche Spuren hinterlassen Sozialarbeiterinnen in den Familien, Kindern, Jugendlichen und in Folge in der Gesellschaft? Geworden ist es nun eine Spur, die um 12 Themen kreist, die zieht sich vom Erdgeschoss in den dritten Stock in der Kaiserfeldgasse 25, von Mauern über Glück bis zu den Sternen. Das Jugendamt ist ein sehr geeigneter Ort für Ausstellungen, ganz besonders für diese Fotoausstellung. Und das erklärt sich dadurch, dass das Jugendamt ja ein öffentliches Amt ist und dieses öffentliche Amt mit öffentlichen Geldern arbeitet und die Aufgabe hat, mit allen Familien zu arbeiten. Und zwar auch mit jenen, die möglicherweise nicht das Fernsehlicht oder die Blitzlichtkamera oder die Schlagzeile oder eine andere Bühne in der Öffentlichkeit betreten können. Und mit diesen Familien zu arbeiten, heißt auch dort zu sein, wo diese Familien leben, wo diese Familien zu Hause sind. Und daher sind diese Fotos ein Einblick in Lebenswelten von Menschen, mit denen das Jugendamt arbeitet, nämlich Einblicke in den öffentlichen Raum. Und dieser öffentliche Raum von außen wird in das öffentliche Amt nach innen geholt. Das ergibt eine sehr, sehr schöne Synergie und daher ist diese Fotoausstellung eine ganz wunderbare Bereicherung für unser Amt. Und ich freue mich, dass wir sie hier zeigen können und dass wir die Ausstellung hier eröffnen können und hoffe, dass viele Menschen kommen, diese wunderbaren Werke von der Künstlerin, von der Frau Christine Winkler zu sehen. Die Gesellschaft für Kulturpolitik war ja schon beim ersten Teil dabei, als man mit dem Medium Kunst Atmosphäre geschaffen hat in diesem Amt. Atmosphäre für die Menschen, die daherkommen und für die Bediensteten. Und das war eine gelungene Idee. Und so war es auch selbstverständlich, dass wir dabei sind, wenn mit dem Medium Fotografie die Arbeit, die vor allem draußen vor Ort von den Menschen getätigt wird und soll eine Verbindung zwischen jenen, die betroffen sind und denen, die draußen die Arbeit leisten, bringen. Und dass wir hier dabei sind, ist für uns selbstverständlich. Seit 2019 gibt es eine Zusammenarbeit zwischen dem Amt für Jugend und Familie, dem Rotor, Zentrum für zeitgenössische Kunst, für den ich arbeite, und der Gesellschaft für Kulturpolitik. Und zwar ist die Überlegung die, dass die verschiedenen Aspekte der Jugend- und Sozialarbeit, die in den Bezirken von Graz stattfinden, hier in die Zentrale in der Kaiserfeldgasse hereingeholt wird. Und nachdem es eben 2019 ein erstes Projekt gab, das im sogenannten Sozialraum 4 stattgefunden hat, ist dann die Wahl bei dem zweiten Durchgang auf den Grazer Südosten gefallen und daraufhin haben wir dann die Künstlerin Christine Winkler gewinnen können, eine Fotokünstlerin, die in Graz wirkt. Der Künstlerin ist es dann gelungen, aus diesen vielen Fotos, die sie im Laufe der Monate, in denen sie im Grazer Südosten unterwegs war, aufgenommen hat, hier für den Stiegenraum 12 Einheiten zu schaffen, wo sie die Fotografien thematisch zusammengefasst und verdichtet hat. Und das Ergebnis hier im Stiegenhaus macht mich wirklich hochzufrieden. Also mein Lieblingsbild zu finden war schon schwierig, weil alle Bilder eindrucksvoll sind. Sie widerspiegeln die Buntheit unserer Stadt. Aber ein Bild hat es mir besonders angetan. Das ist jenes hier hinter mir mit dem Slogan Eltern haften für ihre Kinder, aufgenommen wahrscheinlich auf einem Bezirkssportplatz.
zu sehen, auch eine Schnecke, das heißt nicht nur unsere Kinder und unsere Jugend wird animiert zu klettern über unsere Bezirkssportplätze, sondern auch eine Schnecke, aber Spaß beiseite. Es ist schon ein ernster Hintergrund, der hier mitschwingt, Eltern haften für ihre Kinder. Wir versuchen ja den Bildungseinrichtungen heutzutage wirklich alle Verantwortungen umzuhängen. Die Schule muss wirklich alles unseren Kindern beibringen. Ich bin der Meinung, dass die Eltern, wenn sie in der Lage sind, die Hauptverantwortung tragen. Das beginnt schon im Sport, geht über die Bildung und die Eltern sollen die Kinder dann auch unterstützen, einen Jobeinstieg zu haben. Also wenn die Eltern ihren Kindern schon von klein auf beibringen, dass sie Spaß in der Bewegung haben, dann ist wirklich schon ein guter Grundstein für die Zukunft gelegt und das versuche ich auch als Sportstadtrat zu unterstützen. Also es gibt eine kleine Postkartenedition, ein Bücherl begleitend zur Ausstellung. Diese Motive habe nicht ich ausgewählt, sondern ich habe ein Voting gemacht. Ich habe verschiedene Leute dazu befragt, unter anderem Omar, man sieht ihn auch hier am Bild, wie er gerade die Karten durchschaut. Und Omar hat ganz definitiv gezielt 3 Karten ausgewählt. Das Coronavirus durchgestrichen, Freiheit und die Liebe. Thank you.